Moin, Hauke Harder hier wieder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. von Leseschatz. Leute, die mich kennen, wissen, ich habe zwei große Leidenschaften. Die eine ist sehr offensichtlich, ich lese sehr gerne. Die andere ist, ich höre sehr gerne. Hören heißt für mich gute Musik. Gute ist genauso wie beim guten Buch immer Geschmackssache, aber ich mag gerne gitarrenlastige Musik. Das beginnt beim Blues, endet bei mir beim Heavy Metal, Hard Rock etc. Wenn man bei einem anspruchsvollen Konzert ist, wie zum Beispiel, ich nenne mal Deep Purple oder Opeth, kriegt man mit, dass die Fans nicht nur die Refrains mitträllern, sondern auch die Gitarrenriffs herausfordern und diese mitsingen. Das ist mir mehrfach passiert und so ist auch mein Augenmerk auf die Gitarristen gelenkt. Ich liebe tolle Gitarrenmusik und dementsprechend verehre ich große Gitarristen, wie man in meinem Foto von dem Blog auch sehen kann. Versuche selber eine Gitarre zu beherrschen, zu spielen. Beherrschen werde ich sie nie. Es ist eine Nachbau einer Gitarre, die auch Gary Moore mal gespielt hat. Gary Moore ist einer meiner großen Helden, zu nennen es noch Steve Morse, den ich immer verehre, den ich immer wieder sehen mag, mit Flying Colors, Deep Purple, Dixie Tracks etc. Aber auch Tony Iommi, Jimmy Page etc. Es gibt einfach zu viele tolle Gitarristen. Jossi Sassi, ein toller Gitarrist, auch der sehr verkannt, leider noch nicht so bekannt ist. Aber das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte, um das es geht, beinhaltet beides. Nämlich, es geht um tolle Gitarrenmusik, tolle Gitarren. Es ist eine Reise in die Musik, aber auch gleichzeitig ein unglaublich toller Roman, den nicht nur Gitarrenliebhaber bzw. Musiker lesen sollten, sollen ihn eigentlich alle lesen. Mich hat er von vorne bis hin begeistert. Es ist ein Roman, der sich liest wie ein Kriminalroman, Abenteuerroman mit dem Ursprung der Musik-Rock-Geschichte, Blues-Geschichte. Wir lernen Thomas Dubré kennen. Thomas ist ein Musiker, der nicht sehr viel Erfolg hat, in einem Gitarrenladen nebenbei jobbt und in diesem Gitarrenladen werden gute Gitarren restauriert, verkauft, ausgestellt etc. Eines Tages fragt ein schottischer Gitarrensammler nach dem Preis bzw. nach dem Behalt nach der Paula Goldtop an. Ohne es viel zu falschen, kauft er sie auch ohne weitere Bedingungen zu stellen, nur eine, dass die Gitarre doch bitte persönlich geliefert werden soll. Der Ladenbesitzer selber hat keine Lust und schickt jetzt Thomas auf seine Reise und der schon beim Transport vom Flughafen mit dem Taxi ins Staunen gerät, weil während das Taxi auf dieses Anwesen zurollt, erkennt er das Gebäude vielleicht, kennen es auch einige selber, die Platten sammeln, die werden es wieder auch sofort Kopfkino haben. Es ist das Anwesen damals von Jimmy Page, den legendären Gitarristen von Led Zeppelin, das jetzt in der Hand ist dieses schottischen Gitarrensammlers, der auch eine Gitarrensammlung in seinem Anwesen hat, wo wir alle staunen würden und nicht rausgehen wollen. Jedenfalls übergibt er jetzt die Gitarre und er kriegt so peu à peu mit das eigentliche Ansehen des schottischen Sammlers, der mal behauptet in seinem Besitz, wäre eine Gibson Modern gewesen. Das ist eine legendäre Gitarre, um die sich heutzutage immer noch die Legenden ranken. Es sollen damals, Gibson war so ein bisschen, wollten eine moderne Gitarre in den 50er Jahren auf den Markt bringen, haben rumprobiert und haben den Papier nach 20 Modelle gebaut, nach deren Verbleib man heutzutage immer noch mutmaßt, munkelt. Es gibt viele Gerüchte. Einige Gitarristen, ZZ Top zum Beispiel, behaupten immer noch, sie würden sie spielen. Jimi Hendrix soll sie gespielt haben, wobei er eigentlich mehr auf Fender gestanden hat, etc. Also gibt es viele Gerüchte um diese Gitarre. Und dieser Schotte behauptet nun, er hätte eine besessen, die ihm abhanden gekommen ist. Um halt der Versicherung gegenüber das beweisen zu können, bittet er nun Thomas, den Beweis zu erbringen, dass es diese Gitarre wirklich gegeben hat. Und so begibt sich Thomas auf eine Reise in die Geschichte dieser Gitarre, in die Geschichte der Musik. Seine Reise führt ihn von Australien, also Frankreich, Australien, bis hin nach Amerika. Und diese Reise macht unglaublich Spaß zu lesen. Es liest sich wie ein Krimi, es liest sich wie ein Abenteuerroman. Und man lernt sehr viel nebenbei über die Musik und hat auch wieder Lust, Musik zu hören und dabei zu lesen, was ich unglaublich gerne mache. Also zwei Leidenschaften haben mich hier voll erwischt. Ich wünsche dem Buch viele Leser und ich wünsche viel Spaß. Hauke Harder von der Buchhandlung Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss, bis bald.